Christine Lehritz aus Leipzig ist seit einem Jahr arbeitslos und bekommt Hartz IV. Die gelernte Buchbinderin wird vom Jobcenter systematisch unter Druck gesetzt. Es geht dabei um ihre Wohnung hier im ersten Stock. Nach Auffassung des Jobcenters ist die Wohnung an einer vielbefahrenen Straße am Stadtrand zu groß und zu teuer. Ja, die wollen, dass ich umziehe, aber ich ziehe nicht um. Ich wohne jetzt schon 15 Jahre hier. Und dann denke ich nicht, dass ich hier ausziehe. Ich habe es hier schön, habe die Bekannten hier und so weiter. Grundsätzlich gilt, Hartz-IV-Empfänger haben Anspruch darauf, dass ihre Wohnkosten vom Jobcenter übernommen werden, sofern die Wohnung angemessen ist. Was als angemessen gilt, das richtet sich nach den örtlichen Begebenheiten und wird von der jeweiligen Kommune bestimmt. In Leipzig etwa liegt die Mietobergrenze für Hartz-IV-Empfänger bei 4,48 Euro kalt pro Quadratmeter. Dabei darf die Wohnung für eine alleinstehende Person nicht größer sein als 45 Quadratmeter. Daraus ergibt sich eine Obergrenze von 201,60 Euro für die Grundmiete. Die Wohnung von Christine Lehritz ist jedoch größer und teurer. Die hat 49 Quadratmeter. Die Grundmiete, auch Kaltmiete genannt, beträgt 250 Euro. Damit liegen die Unterkunftskosten bei Christine Lehritz deutlich über der örtlichen Mietobergrenze von 201,60 Euro. Mehr hat ihr das Jobcenter für die Wohnung nicht bewilligt. Das wollte Christine Lehritz sich nicht gefallen lassen und zog vor Gericht. Immerhin geht es um rund 50 Euro im Monat. In einem vorläufigen Beschluss gab ihr das Sozialgericht Leipzig recht. Das Jobcenter muss die volle Miete bezahlen. Die Wohnkosten seien keineswegs unangemessen hoch. So hat das Gericht nicht nur im Fall von Christine Lehritz entschieden, sondern in über 50 anderen Fällen. Weil die Mietobergrenzen nicht so ermittelt wurden, wie es das Gesetz fordert. Das Sozialgericht hat bislang allen Klagen von Leistungsempfängern auf höhere Leistungen stattgegeben. Die Mietobergrenzen der Stadt Leipzig sind nach unserer Auffassung rechtswidrig. Die zugrunde liegenden Datenerhebungen sind nicht so vorgenommen worden, wie das Bundessozialgericht es verlangt. Tatsächlich haben bundesweit Dutzende Sozialgerichte die jeweils gültigen örtlichen Mietobergrenzen für rechtswidrig erklärt, weil diese Werte nach Auffassung der Gerichte nicht die Realität am Wohnungsmarkt abbilden. Die Folge: Das Jobcenter muss in diesen Fällen die tatsächliche Miete erstatten. Die bekommt aber nur, wer klagt. Betroffene Hartz-IV-Empfänger, die sich nicht vor Gericht wehren, gehen leer aus. Schätzungen zufolge spart das Jobcenter in Leipzig so über 5 Millionen Euro jährlich. Das wendet trotz der Urteile des Sozialgerichts weiter die gleichen Berechnungen an, mit den gleichen Mietobergrenzen, selbst bei denen, die schon geklagt haben. Christine Lehritz hat vor kurzem einen neuen Bescheid erhalten, für den nächsten Bewilligungszeitraum. Darin wird ihr wieder die Miete gekürzt. Ich habe den Beschluss vom Sozialgericht, die Kürzung ist nicht in Ordnung, den zeige ich Ihnen gerne mal. Und 2 Monate später kam das und da wurde die Miete wieder gekürzt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Christine Lehritz hat gar keine Wahl. Sie geht wieder zu ihrem Anwalt. Sie wird erneut Widerspruch einlegen und mit Hilfe ihres Anwaltes, wenn nötig, erneut klagen. Wenn die Behörde ständig Bescheide erlässt, von denen sie eigentlich weiß, dass sie vor dem Sozialgericht nicht halten, dann brauchen sie sich auch nicht zu wundern, wenn entsprechend viele Leute zu den Sozialgerichten gehen. Nachfrage bei der Stadt Leipzig. Die ist verantwortlich für die Festlegung der Mietobergrenzen, die vom Jobcenter angewandt werden. Ein Interview zu diesem Thema lehnt die Stadt jedoch ab. Wir sprechen den Oberbürgermeister bei einem seiner Termine auf die fragwürdigen Mietobergrenzen an. Kann ich Ihnen nicht so sagen. Es geht darum, dass wir versuchen, über den Mietspiegel, den wir selbst erarbeiten, und die Richtlinien zu agieren. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der vor Gericht dann auch Recht bekommt. Wir versuchen, alles zu verhindern, damit Menschen, die kurzfristig arbeitslos oder langfristig arbeitslos sind, wirklich umziehen müssen in ihren Stadtteilen. Was das Gericht zu den Mietobergrenzen sagt, wird dabei schlicht ignoriert. Selbst die Chefs der Jobcenter sehen Handlungsbedarf. In einem internen Papier schreiben sie, die Bedingungen hätten sich immer schwieriger gestaltet. Hartz IV sei immer komplizierter geworden. Um bei den Mietkosten Klarheit zu erreichen, fordern sie eine Pauschalierung der Unterkunftskosten auf lokaler Ebene.
Tatsächlich plant Arbeitsministerin Nahles Vereinfachungen bei Hartz IV. Bis Mitte nächsten Jahres soll diese erneute Reform umgesetzt werden. Allerdings, das Thema Kosten der Unterkunft wurde praktisch völlig ausgeklammert. Da bräuchte es eigentlich klare bundesweite Regelungen, um da mehr Transparenz sowohl für die Betroffenen zu schaffen, als auch für die Gerichte, damit klar ist, welche Leistungen denn tatsächlich erstattet werden und welche nicht. Und die Bundesregierung macht an der Stelle bei der sogenannten Rechtsvereinfachung, die jetzt geplant ist, nichts. Für Hilfeempfänger wie Christine Lehritz bedeutet das, die Unsicherheit bleibt. Und bei jedem neuen Bescheid muss wieder geklagt werden.